Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Willkommen zu zweite Video jetzt hier zu dieser neuen Marke aus Irland, Matt und Darcy & Co. Limited Irish Whiskey aus Newry Special. 10-year-old Port Finish Blended Irish Whiskey. 46%. Und gereift oder finished in Select American Oak and Port Casks. Sehr, sehr gut. So, leider fehlt irgendwelche Bemerkungen hier wegen natürlicher Farbe oder oder nicht Kälteverklärung. Das ist so schade. Ja, tja, was soll ich sagen hier? Okay, wir haben, falls du mein erstes Video nicht angeschaut hast, ich mache das ganz kurz. Wir haben jetzt hier der Wiederaufbelebung von einer Marke, der nichts mit der Familie zu tun hatte. Ein Geschäftsmann namens Michael McNewen. Actually, tatsächlich hat einfach das neue registriert nach 100 Jahren. Und er war Historiker, er hat ein bisschen Ahnung denn von der Gegend, in dem er da aufgewachsen ist, hat Pläne, wie viele in Irland eine Distillerie zu bauen, braucht allerdings 6 bis 8 Millionen dafür und schauen wir mal. Was wir haben, ist ein Whisky, der hat schon ein paar Auszeichnungen gewonnen. Also ich habe hier ein paar Erwartungen jetzt an diese Whisky. An das, was ich nicht verstehe, ist, diese Whisky kostet in Deutschland 49 Euro und diese Whisky kostet bei Celtic Whisky Shop in Dublin 85 Euro. Ja, okay, gut. Also, zweierlei Sachen. Ich habe hier nur eine Flasche, die kriegen einen Karton. Aber der Karton kann nicht 40 Euro wert sein. Also, es hat nichts mit dem Alkoholsteuern zu tun und der Mehrwertsteuer und so weiter, wenn der doppelte Preis dort abgerufen wird. Also hat tatsächlich die Goldmedaille in der San Francisco World Spirits Competition und der zweite Platz in der Blended Irish Whiskey Kategorie in Los Angeles, nein, sorry, Las Vegas International Whiskey Competition hier gewonnen. Und das sind 10 Jahre alte Grain gemixt mit 17 Jahre alte Single Malt. Es gibt auch ein Single Malt von denen, allerdings 17 Jahre alt finde ich nirgendwo hier zu kaufen. Vielleicht kommt er auch nach Deutschland. Ich weiß es nicht, das werden wir so sehen hier. Okay, Flasche kommt weg. Womit möchte ich diese Whisky hier vergleichen? Ja, ich dachte, dass ich einfach mal Bushmills 10 Jahre alt hier nehme. So, schauen wir mal, ob ich hier mit halbwegs richtig liege oder vollkommen daneben. Werden wir gleich hier einfach mal merken. Ja, ich finde es weniger gut, wenn irgendwelche Menschen alten Marken wieder aufbeleben, aber das habe ich in meinem Video davor ausreichend hier betont. Nase. Oh, jetzt haben wir was. Also für 50 Euro, das hat auch was hier. Vanillig. Rote Beeren, auch fast Erdbeeren. Holz, Malz, ja, ich habe auch einmal hier geschaut, wegen jetzt hier tatsächlich unserer Whisky Base Nummer. Ich finde etwas 152020. Nur. Port Finish, 10 Jahre alt, 2022. Matt steht für Matthew, Darcy and Company Limited. Ja, 79 Euro. Ich habe meine Flasche vom irishwhiskies.de von Mareike Spitzer. Ich bin bereit, einfach nochmal zu probieren und zu schauen, was ich hier habe. Tschüss. Ein Moment. Leichte Holz, müde Holznachklänge. Einiges an Fruchtigkeit. Also der Irish Whisky Industrie hat echt das Problem, dass es, wenn man was Altes kauft, 17 Jahre alte Sachen, kriegt man meistens vom Kuli.
Und Cooley vor 17 Jahren, also Cooley Stock, es wurde verkauft dann da an Teeling. Teeling stößt einiges davon ab und so weiter. Und Middleton verkauft sowieso kaum etwas. Es wurde damals in Second, Third Fill Bourbonfässer reingehauen, die irgendwie ja nicht erste Qualität waren. Und dann diese Whisky hier tatsächlich zu transformieren, sodass es dann gut schmeckt, ist arg schwierig. Ist das hier gelungen? Halbwegs, halbwegs. Ich probiere nochmal. Nase finde ich schön. Also sehr gut. Schau mal, wie hell. Also wenn da 17 Jahre alte hier Single Malt drin ist und da war ein Port Finish da. Also ich merke kaum was von der Port. Wo war das? Neulich habe ich einen Port Finish gehabt, der war phänomenal. Ja, Wolfburn, also Vibrant Stills, 7 Jahre alt, aus First Fill Bourbon and Finish and Ruby Port, exclusive für Deutschland. Man hat das gesehen, man hat es gerochen, man hat es geschmeckt. Ich fand den absolut super, super schön. Würde diese Whisky hier am Längen schlagen. Aber wir haben keinen Wolfburn im Glas, wir haben jetzt hier einen Irish Whisky im Glas. Cheers, zum zweiten Mal. Der versucht. Also solche Anhängseln finde ich dämlich. Aber die wurden ganz groß hier 10. Es ist schon interessant, dass die begrenzte Faktor hier bei dem Altersangabe hier drin der Grain ist. Die haben irgendwoher 17 Jahre alte Malt, aber haben keinen 17 Jahre alte Grain gefunden, um das da reinzutun. Ich kenne mich mit der Cooley Distillerie nicht hundertprozentig gut aus, aber ich glaube, die haben schon vor 10 Jahren, das ist dann praktisch hier 2010, hatten sie auch schon Column Stills und haben auch Grain da schon produziert. Jack Teeling, der Besitzer heute von Great Northern, damals von Cooley, war immer wieder darauf gepocht, einfach mal Irish Whiskey zu produzieren, und das ist für ihn ein Blend. Und er brauchte selbst Grain, er brauchte selbst Malt, also Malt, Single Malt, also von daher hat er es auch immer produziert. Ja, also ich hatte geschaut, ob ich, bestimmt hat er es auch gemacht, etwas teurer, aber etwas ältere Grain dann da geholt. Okay. Also, J.J. Corey, Founder, Louise hat immer wieder das Problem, auch mit alten Stock zu finden. Sie hat praktisch aufgegeben, weil die Preise so horrendes teuer geworden ist. Und sie hat praktisch nur noch neues Zeug gekauft. Okay, Wasser wollte ich reintun. Es ist 46%. Ich schätze, dass es nicht kälteverdreht ist. Ich schätze, dass es denn hier kein Farbstoff hinzugetan wurde, gerade bei dieser Farbe. Und interessanterweise, also wenn man hingeht und klickt auf deren Homepage, da kommt man nicht weiter. Ja, also da kann man denen bei Twitter folgen, da kann man denen auch tatsächlich hier schauen, dann bei Facebook. Aber wenn man www.mattdarcys.com klickt, da kommt: Diese Webseite ist nicht erreichbar. Also, ich frage mich, was denn da gerade passiert. Gut, cheers. Ich würde sagen, es ist schlechter, aber eigentlich ist es fast besser mit Wasser. Erdbeeren kommen durch, Holz wird ein bisschen weiter verdünnt. Also mit Wasser könnte ich sogar auf ein 3 Plus gehen. Es ist irgendwo zwischen 3 und 3 Plus hier, preislich. Ich finde diese Whisky für Irish momentan nicht unattraktiv. 50 Euro dafür, für etwas, was schmeckt und für etwas, wo man weiß, da ist 17 Jahre alte Single Malt drin, 10 Jahre alte Grain, auch ein Port Finish. Irish Port finde ich bombastisch.
Ich habe bei Blacks habe ich sogar ein eigenes Portfass dann da. Momentan liegen zusammen mit Mareike. Und das wird dann, keine Ahnung, 2030, glaube ich, abgefüllt oder wann auch immer, 28. Steht ein Excel-Tabelle für alle, die Fassbesitzer mit mir sind, die Anteilsscheine haben. Keine Angst, alles ist im Griff. Ich habe es einfach nicht im Kopf. Ja, gehen wir einfach mal dahin zu sagen, auch in drei. Ja, gut, hier, Bushmills kriegt man natürlich für um die 30 €. Hier ist 50 €. Lass uns einfach mal probieren. Kann man trinken. Ich mache hier meinen Denkmoment. Kann man. Also der hat mehr Frucht, aber der ist auch gut. Also entweder war ich das oder es gibt einfach Batches. Ich habe neue Flasche jetzt hier von Bushmills 10. Schmeckt mir wieder hervorragend. Die letzte ein oder zwei Flaschen haben mir nicht so gut geschmeckt. Keine Ahnung, was da anders war. Oh, Helen Mulberry, also der Master Blenderin, die jetzt hier Causeways Collections alles kreiert hat und so weiter, hört auf. Sie geht in Rente. Oh, sie hat so tolle Sachen gemacht. Wer wird jetzt hier ihre Nachfolgerin? Schauen wir mal. Okay. Der Malt ist hier schon cremiger und Mundgefühl besser als unsere Matt. Matthew Darcy & Co. Limited, Blended Irish Whiskey hier. So, gehen wir einfach auf diesen Zahl 10. Welche Irish Whiskey 10 Jahre oder 10 Jahre oder älter könnt ihr empfehlen? Aber bis 65 €. Also der 16 Bushmills kostet über 65 € momentan. Also das ist so meine Grenze bis 65 €. Welche 10 Jahre alt oder ältere Irish Whiskey könnt ihr empfehlen. Single Malt, Blend, Single Portion, egal. Liken, abonnieren, teilen meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Dort wurde die Flasche nicht ganz geteilt. Auch auf Sample-Liste findet ihr beide diese Flaschen. Okay, alles Gute euch. Whiskey Jason hier. Irish Whiskey heute war okay. Aber neue Marke, über die ich schimpfen kann. Auch was. Bis dahin. Tschüss.